Tür stehen. Wenn es nötig ist, werden wir den alten Baum der Freiheit neu düngen. Ich möchte, dass ihr alle darüber nachdenkt. Bis zum nächsten Mal. You know, when I've had a long day and want a quick bite, but don't want anything too fancy, there's a little place I love that feels just like home. The Briar Patch. This is Remy Duvall, dear listener. And sure, the Briar Patch is a sponsor, but truth be told, I'd eat there even if they weren't. Why? Because stepping into a Briar Patch is like stepping back into the past. Good old-fashioned... getötet. Er hat mir den Weg abgeschnitten. Kann mich nicht be- Er hat mir den Weg abgeschnitten. Dein Kopf wird ein schöner Wandschmuck sein. Hast du was rausgekriegt? Hab die Dreckskerle hart rangenommen, aber nur ein Wort rausgekriegt. Belair. Weißt du was? Das könnte es sein. Morell ist der Mehrheitseigner des Belair Supermarkts. Als du dir diese Rassistenschweine vorgeknöpft hast, gingen die Telefone los. Keiner hat Belair namentlich erwähnt. Aber ich habe eine Zeit.
10 Uhr abends und genug Indizien, um alles zu verbinden. Was immer es ist, wird im Supermarkt passieren. Heute Abend. Ich gehe da mal hin. Lincoln, was die Typen angedeutet haben, ist schlimm. Wirklich schlimm. Also sei besser leise. Wir müssen rausfinden, was genau Moreau vorhat. Und wir kriegen keine zweite Chance. Alles klar, Jackie. Ernsthaftes Geschäft. Bobby Weir lässt nicht jeden Pisser mit rein. Ist das klar? Nur erstklassige Wichser. Und sonst?